Endlich kann ich diesen Titel für ein Video benutzen. Knapp 3 Monate ist es her, dass wir unsere letzte Zeit platziert haben. Wir haben Monate dafür gekämpft, mussten teilweise eine Menge leiden, aber haben nicht aufgegeben. Und das Endresultat werdet ihr heute in diesem wirklich besonderen Video sehen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung bei diesem Video dalassen könntet, denn tatsächlich einen Weltrekord sieht man nicht jeden Tag. Ich kann nicht mehr sagen als ein ganz, ganz großes Dankeschön für euren Support. Dementsprechend viel Spaß mit diesem Weltrekord-Video. Ihr merkt, ich sag das Wort Weltrekord ganz gern. Aber es ist halt ein Weltrekord. Gleich mit Basti Speedruns, ne? Das Problem ist, wir müssen echt mal eine vernünftige Zeit machen, weil wir haben so eine Müllzeit. 28 Minuten, das ist so schlecht einfach nur. Wir müssen heute wirklich einen Weltrekord holen. Wir müssen wirklich einen Weltrekord holen. So, wir spawnen exactly im Dorf. Set 0, kann's. Good luck. Lavasee. Oh mein Gott, straight Lavasee. Direkt vor meiner Nase. Oh, wait, und Dorf? Ja, Dorf spawnen, ja, im Dorf. Ah, hab ich nicht gehört. Konzentration, alright? Okay, lass das rocken. Warte, ich sag dir eine Sache. Es gab noch nie einen Stream, wo ich dich nicht auf C-Toxin gesehen habe. Hä, das stimmt ja wohl gar nicht. Bruder, also, jedes Mal. Ja, also ich bin jeden Stream auf C-Toxin, weil ich immer zum Anfang des Streams eine Runde C-Toxin spiele. Aber sonst eigentlich nicht. Also. Haben die neue Sachen wenigstens mal rausgemacht? Das Spielmodi in Mario Party. Echt? Und gute? Kann man sehen, wenn man will. Also einmal DNA wie auf die Moja. Okay. Einfach gejoinkt. Ist wirklich genauso wie DNA. Tja, Gary, scheiße, war, wenn man in neuen Spielmodi gut werden muss. So, wie sieht's aus mit Bogen? Kriegst du das hin? Ah, ja, ja. Sehr gut. Ich habe alles ansonsten. Ich gehe davor zum Lavasee. Hab auch Essen. Hast du auch Eisen schon? Ja, ich habe 4. Wollen wir direkt ein bisschen tryhard? So ein bisschen jetzt, wir können ja gleich noch ein bisschen weiter quatschen, aber ich würde mich jetzt echt gerne ein bisschen konzentrieren. Weil der sieht ja an sich echt sehr, sehr verlockend aus. Kein Kommentar, Leute. Wo bist du? In Richtung Süden einfach durch. Ah, den siehst du dann straight. Brauchst du noch Essen? Hab. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Merci. Hoffen wir auf einen guten. Hoffen wir auf eine gute Festung. 3:10. Das ist schon sehr gut. Auf jeden Fall. So, -20. 40, 20. Und ich sehe eine Festung, Walle. Konzentration. Ich muss aber ein bisschen laufen. Also, ist ja vielleicht gar nicht mal schlecht, weil du ja eh ein bisschen, ne, brauchst. Wie sieht's aus? Ist der Wald? Ist da ein Wald? So, da war ein normaler Wald, oder? Normi-Wald. Aber ist ja besser als nichts, oder? Ja, nichts ja schlecht, aber ja. Leider kein Eisen. Würdest du sagen, wie nah ist die Festung? Also, ist gut, oder? Ich baue mich gerade hoch. Also, ich bin jetzt jedenfalls da. Brauche nicht so lange zum Portal. Hoffen wir mal. Hab Eisen. Sehr gut. Nee, aber hast recht. Es kam auch lange kein Speedrun-Video so bei mir, ne? Also, ich habe ja auch alles eine Weile her seit der 4-Sekunden-Geschichte damals. Das ist es. Ist es nicht, oder? Warum nicht? Wie viel 13, glaube ich. Ist jetzt ein Joke. 28, 17. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Walle. Falls man die nochmal ansprechen darf. Aber es ist halt. Ja, ja. Also mittlerweile können wir drüber lachen, ne? Weil ich meine, die neue Zeit wäre eh. Ich glaube, es gibt jetzt sowieso noch eine krassere Zeit. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Echt, ja? Nicht so krass, aber ein bisschen. Ich glaube, also Frozen. Ja. Macht jetzt auch gute Speedruns. Was ist denn das hier gerade? Abgedeckt. Ich habe 3 Dias. Ja, moin. Spawner, by the way. Okay, also der Rekord ist 1 Sekunde besser. Wenn wollen wir ja sowieso in Richtung, wir wollen ja an sich sowieso in Richtung 25 gehen, oder? Safe, und 25. Hatten wir eine Kirche? Nee, hab zumindest keine gesehen, ich kann es dir nicht mehr. So, jetzt geht's mal wieder um Spawn. Nee, wir spielen ohne Seed, Leute, wir spielen Random Seed, das macht ja das Ganze so besonders. Aber sie gönnen sehr gut, ich habe 4. Sehr schön. Oh, das ist gut. Sehr gute Nether. Bau Spawner ab, ja Leute, komm, ich mach's ein bisschen spannender, ich suche mir einen neuen Spawner. Das war Ironie, okay, sorry. Ich habe 7. Sehr schön. Bester Nether out bis jetzt, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall krass. New Bestie. Nie wieder Nether sterben. Ich bin noch nicht draußen, ne? Nee, jetzt stirbst du. Das wäre so. Das wäre es doch wieder mit Speedruns für heute, glaube ich. Weiß nicht mal, ob ich von hier kam, by the way, Leute. Doch, ich kam von hier, ne? Achso, ja, ihr postet mir auch die Koordinaten vom Portal rein, ne? Ich habe es gefunden. Also nicht das Portal, aber ich habe den Weg gefunden. -20. Ja, oh mein Gott, warte. Ich glaube, kam mir so vor, als wenn ich lost gelaufen bin, Leute. Aber ich glaube, ich bin gut gelaufen. Kennst du das, wenn du im Nether einfach so random einfach irgendwo langläufst? Aber es war jetzt in dem Fall einfach gut. So. Ja. Manchmal ist Gefühl nach Gefühl laufen sogar echt ganz gut. Ja, ich glaube, das ist meine beste Nether-Zeit, die ich jemals hatte, ne? 9:10 schaffe ich und ich bin oben und ich habe eine Dia-Axt, wenn du möchtest. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall zusammen haben, weil das Problem ist, es ist jetzt schon zu spät zum Traden und wir müssen auf die Nacht warten, damit wir, ne? Jo, das ist eine 9:15-Out. Klingt so, als wenn wir richtige Piloten so wären, weißt du, ich meine? Soll ich Dia-Axt machen, ja? Ja, mach's einfach. Braunes Schaf, schick den Clip, Basti. Jeder Minecraft-Streamer right now. Ich habe heute Kürbisse gefunden und meinte, sie sollen dir den Clip schicken. Ja. Ich hoffe, sie haben es gemacht. Haben sie wahrscheinlich nicht, aber. Ich habe dem Stream dabei zugeschaut. Ja, echt? Ich bin Detektiv, by the way. Undercover einfach, ehrlich mich gesagt. Oh, wenn Leute wüssten, wie oft ich deren Streams gucke. Ja, Leute, Goldaxt und dann baue ich so 20 Loks damit ab. Oh, ne, wie viel Gold hast du? 4. Gut, Bastian. Ja, ich weiß. Hast du ein Bett? Wenn nein, dann such dich mal schnell. Noch nicht, aber ich komme.
Komm mal. Hier oben ist keins mehr. Sag mir, du liegst. Oben ist keins mehr. Also hier in dem Haus nicht. Warte, ich muss Wolle hier abbauen vom Stand. Disconnecten ist nicht erlaubt, ne? Nee, aber weiß ich nicht, aber ich würde es jetzt nicht riskieren. Ja, würde ich auch. Betten für Drachen. Ja, Leute, ihr schreibt gerade kranke Calls. Also, das ist mir auch geschrieben, dass eine Goldaxt schneller ist als eine Diaxt. Das ist, ja, das ist true, aber weiß nicht. Ich kann, lass uns einfach mal machen, Leute. Vertraut auf unsere Skills. Und ich würde dann gerne direkt anfangen zu traden, sobald er resettet. Also fahren wir einfach weiter. Das Ding ist, schneller können wir nicht sein, weil in der ersten Nacht kann man nicht traden. Also am ersten Tag, weil dann die Preise irgendwie richtig rumbangen. Wucher. Da kriegt man irgendwie so 59 Sticks pro Dings oder so. Wie viel brauchst du denn? Wie viel Holz noch? Ich habe jetzt 4 Stacks im Endeffekt. Ja, ich habe 1,5 hier. Fahren wir einfach noch ein bisschen weiter. Und sonst bauen wir die Wolle ab, die hier bei den Ständen ist noch. Mach ich dann sofort, aber ich hole noch ein bisschen mehr Holz. Ja, das Gold gebe ich ihm dann gleich, aber das Gold bringt ihm erst dann beim Cleric was, Leute. Ja, yep. Also du kannst schon mal Cleric ranholen. Dann gebe ich dir schnell mein Holz und du meinst, es reicht, ja? Ja, Holz und Gold und dann Gold ist reicht. Behalt dann aber ein bisschen. Ich habe jetzt alles Holz dir gegeben, aber ich mach dann einfach Bett. Ich mach das schon. Es ist gleich, es ist noch nicht 12. Ja, jetzt doch, jetzt. Perfekt. Hey, Basti. Mach Schere, Leute. Okay, ich sollte nicht den Chat lesen. Nee, bitte. Oder wait, hast du 2 Eisen? Nee, ich hab gar keins. Ja, weil sonst hättest du echt eine Schere machen. Doch, ich hab 2, ich hab 2. Ja, dann mach vielleicht echt. Aber dann mach nur für den Weg. Wenn wir scharf finden, bist du dann. Leute, okay, ihr habt so viel recht. Ist okay, ihr habt mich zurecht geflamed ein bisschen. Ich wusste nicht, woher habe ich das Eisen aus dem Brewing-Stand? Oder soll ich den. Ich hol den Trader rein. Also hol schon mal den Villager. Ach, hier gibt's noch einen. Ich glaube, nämlich nicht gesagt. Ja, doch, einen gab's jetzt noch. Okay, ich hab einen. Warte, willst du machen? Komm, kurz mir, mach die Trade schon mal. Und trade weiter mit dem während der. Ich hab aber Angst davor. Okay. Nein, den kann ich das auch machen, aber. Nein, okay, gib her. Ja, hier und hier nimm das Gold. Und also hier betten du schon tradest, mal für dich. Du tradest pro Gold Trade, also pro 2 Gold einmal Glowstone und weniger, okay? Also du musst jetzt nur 6 Glowstone traden, aber dann musst du das Gold nach dem Lapis traden. Das ist auch wichtig. Redstone, Lapis, 2 mal Gold traden und dann 6 Glowstone. So, ich hab Redstone. Und dann einfach 2 mal Gold traden. Alright. Dann 6 Glowstone. 2 mal Gold und jetzt 6 Glowstone. Yep, und dann ist er frischer. Na, dann bless Angie. Yep. Sehr schön. Die Pflanzung? Hast du schon 12? 8 Stück. Ja, komm zu mir, ich hab jetzt den. Muss ich dann gleich irgendwas machen oder machst du alles mitwerfen? Mach alles. King. Leute, was ist das? Wie viel hast du noch? 24, ein bisschen bräuchte ich ganz gut. Hast du die Enderperlen? Hast du genug? Ich hab 12. Okay, dann komm her, dann gib mir die Augen. Ja, ich crafte. Ich kann mir noch Pfeile, ich hol mir selber Pfeile. Ich hab so viele Pfeile. Okay, alles gut. Guck, ob du vielleicht hier noch in der Nähe kurz scharf findest. Aber ich hab dir alles Wolle noch gedroppt, aber ich mach das dann jetzt an. Ich lauf einfach mal in die Richtung, ja? Yep, ganz einfach genau da in die Richtung. Ich mach Stronghold Pfeile. Hol noch mehr. Erst ist auch nicht kaputt gegangen. Sehr gut, hol noch mehr Essen. Ich hab 17 Brote. Ich hab 23, das reicht. Puh, Basti. Ganz gut, jetzt mal konzentrieren. Hoffen wir, dass er nah ist. Der letzte Random Faktor ist jetzt einfach nur, ob es nah ist. Oder halt, wenn jetzt noch eins kaputt geht, aber hoffen wir einfach, dass nicht passiert. Und ob wir gut sind. Das ist ja kein Random Faktor. Wir sind ja eh gut. Hab nochmal 2 Betten. Ein braunes und ein graues, falls die Farben nicht interessieren. Ja, mega wichtig. Okay, ich hab jetzt das 2. Mal. Wait, du bist ja wieder. Ja. Voller Schreck gerade. Ich bin auch noch da. Nicht kaputt gegangen, Basti. 1290 und 806 ist ein Slacked. Guter Stronghold. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Wir sind bei 18,30. Und wir haben noch alle Augen. Alright, Walle. Ich habe auch sehr viele Betten, ne? Ich habe jetzt nochmal. Hast du auch genug Gold für die Betten? Ja, ich habe 3 Betten jetzt. Ich habe alles fertig mit. Ich kann auch Blätter für Blöcke holen noch. Hier ist noch ein Dorf. Ey, das Seed war aber auch krass, ne? Ja, gut. Wenn du ein Dorf hast, dann versuch da vielleicht noch so 2 Betten mitzunehmen. Das ist links direkt daneben, aber ich denke, wir haben doch genug, oder? Ja, aber je mehr wir haben, also desto schneller kann ich töten. Wenn du jetzt direkt daneben ein Haus hast, dann nimm halt 1, 2 mit, aber jetzt nicht irgendwie 5 Stück. Ja, komm, ein weißes fehlt mir. Mann, ist lag der Server, Walle. Ich krieg Kotzkrämpfe. Echt? Ja. Oh ja, holy shit, sogar ordentlich. Ja, ich hab nochmal 1 mitgenommen. Noch 300 Blöcke. Ich bin 100 Blöcke weg. Yep, ich bin direkt nach dir. Alright, ich bin da. Soll ich runterbauen? Yep. Straight? Ja, warte, baue ich genau. Nur 1290. Du musst genau auf der Kotzkrämpfe. Ich kann mich ja auch noch unten dorthin bauen. Ich glaube, das ist einfach jetzt genau hier, wenn es jetzt nicht genau hier ist. Das muss hier sein, das ist hier eine Cave. Mineshaft? Ja, er ist hier. Okay, ich bin auch dran, ja. Alright, good luck. Komm, gib guten Stronghold. Der ist so scuffed. Yep, ich seh's. Ich hasse so eine Dinger. Sag einfach, das dann findest du. Ich würde dann Bescheid sagen, ja. Hab ich's, warte. Hab's. Okay, ich komme. Hab deinen Namen gesehen? Warte, mach Workbench. Hier. Gib mir deine Betten, gib mir einfach die Betten. Ich geb dir Pfeile, hier. Gib mir deine Wolle. Das kannst du mir, ah, nee, ich mach. Hier. Okay, komm rein, einfach rein. Einfach dänisches Betten. Junge, what? Ich hab mir gesagt, ich hab ein paar. Passt du raus? Ja. Hier kannst du direkt raus bei mir. Ich dachte, ich bin auf der richtigen Seite. Ja, ich hab mich schon gewundert, weil ich hab gesehen, dass du die falsche gebaut hast. Ich dachte, okay, aber er wird einen Plan haben. Sag du links oder rechts? Ja, ich rechts. Geh bitte nicht zu nah an die Mitte, wegen Betten. Scheiße. Ich bin nicht eingeschossen, aber. Ah, ist ja ein bisschen. Kannst du denn nicht eingeschossen sein? Ich hab grad mal Party gespielt. Okay, oha, er sagt eine Stunde Pause, ist was ganz neues Game. Alter, oh mein Gott, ist das gar. Guck dir das Portal an. Ey, ganz ruhig, Meister. Leck. Warte, wo fehlen noch welche? Weiß nicht, ganz, oder? Sind alle weg? Ja, da vorne. Ja. Er lädt sich nicht auf, oder? Er kommt runter. Ich versuche mit Betten. Der Walle. Einmal nicht choken, bitte. Ich glaube, das geht überhaupt bei diesem scheiß Portal hier. Gut, lag mein Bester. Mhm. Ja, schön. Das war gut, das eine. Sehr gut. Hey, mehr kann ich nicht. Ich bin tot. Du musst ihn holen. Ey, was ist das für ein Portal, Walle? Ja. Ich kann ihn hier nicht hitten. Nein, dann mach die Bunge. Nee. Ich hab ihn, Walle. Ich hab ihn. Basti, Boots, Junge! Oh mein Gott, Bruder, ich hab grad gedacht, er ist beim letzten Hit nochmal weggeflogen.
26,51. Hä? Als ob wir jetzt einfach den Weltrekord so machen. Einfach so, hä, das war unser fünfter Versuch, das war unser erster, den wir gespielt haben. Und du bist mal wieder gestorben im Ende. Nee, nee, das Ding ist, du kannst sagen, du willst, aber ich glaube, die Wetten waren gut. Also das Portal war schon ultra skandal. Ja, ich hab kurz gedacht, ich dachte so, die ersten beiden Wetten, okay, aber ja. Ja, ist normal, das ist so 50-50, ob die viel Damage machen oder nicht, das ist ultra schwierig. Aber du hast so viele, deswegen meine ich auch, nimm viele Wetten mit. Aber es war halt gut, dass wir halt so viel, das zeigt Seed, ne? Seed zeigt. Ja, mach ich sofort. Uff. Nice. Ey, Bruder, aber saugeil. Weißt du auch warum? Weil der Bettenverpfleger da war. Jedes Bett. Sehr schön. Er hat mich einmal komplett hochgesteuert, ne? Also hätte ich den MLG verkackt, dann wäre ich gestorben, ja. Jetzt habe ich nämlich gedacht, meinst du, nee? Und ich dachte so, oh bitte, du hast ein Wasser, weil ich habe schon rausgehört, dass du Safe Call da jetzt irgendwie hochgeblieben bist. Freunde, also, also das ist hier, was ihr gerade gesehen habt, offiziell ein Weltrekord, der schnellste Random Duo Seed. Ey, das war super nice. Das war saustark. Also best man hätte es, actually. Der Nether. Also der Nether war. Das war alles perfekt. Der Nether war halt 9 Minuten, dann auch die Dia-Ax war halt nochmal guter Support. Lavadorf, und es war halt nicht mal der perfekte Wald. Das ginge halt sogar noch besser.